Hallo Spürnasen und Freizeitdetektive und willkommen zurück zu L.A. Noir. Wir haben jetzt hier das Apartment bzw. das Haus von Celine Henry unter die Lupe genommen und diverse Hinweise gefunden, die uns zu ihrem Ex-Mann Jacob Henry führen. So, und da wollen wir auch mal hinbrettern. Ich fahre mal wieder alleine. Obwohl, nee, komm, ich lass mal gerade den guten Rusty fahren, unseren Partner. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. Nah, with my money, the broad keeps the house looking like that, so probably deserved. Skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. So, und jetzt wollen wir mal bei Jacob Henry einen Besuch abstatten. Dem Ex-Mann von Celine Henry, dem Mordopfer. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. So, wohnt ihr scheinbar in so einem Apartment-Komplex? Sieht recht mexikanisch aus. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. That she's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus. I'm sorry. So, dann wollen wir uns hier mal umschauen. Der sieht mir aber auch nicht wirklich so verdächtig aus. Er scheint doch wirklich ein wenig zu überrascht zu sein. Vielleicht auch, dass wir überhaupt auf ihn gekommen sind. Aber natürlich befragt man auch zuerst den Ehemann. Der immer was damit zu tun. So was liegt hier rum. You think the atmosphere is thick in here? Wait till you try the gas chamber. Ah, schraffieren sollen wir das jetzt? Aha, das ist ja interessant. Ja, dann wollen wir das mal frei machen. Hier wie ein rubbellos beim Lotto. Oh, hier will ich nicht nochmal drüber, sondern hier. Ja. Ah, das scheint eine Nachricht zu sein. Ich sehe schon About My Wife. So, wir räumen das Ganze frei. Need to do something about my wife. Oder... Ach. Nee, jetzt hier. So, da muss ich mal freiräumen. Something auf jeden Fall. Das Wife wollen wir auch noch richtig hier ausmalen, ausschraffieren. Danke für das Angebot. Sie müssen etwas wegen meiner Frau unternehmen. Morddrohungsnotiz. Sehr verdächtig, meine Freunde da draußen. Sehr verdächtig. So, hier noch ein bisschen zu essen. Scheint noch gar nicht so lange getrennt zu sein, weil hier stehen ja noch diverse Umzugskartons herum. Ah, da hat es auch gerade gerüttelt. Was war da denn? Ein Baseballschläger. Scheint nicht relevant zu sein, laut unserem Hauptcharakter Phelps. So, hier können wir auch rein. Schuhe. Da wäre es ja interessant zu wissen. Da wäre es ja interessant zu wissen, ob man die nicht mit dem Tatort Fußabdrücken mal abgleichen könnte. So, was haben wir hier noch? Hier scheint nichts zu sein. Vielleicht können wir den Koffer da hinten irgendwie öffnen. Vielleicht ist da was drinne. Nee, nicht. Und hier waren es nur die Schuhe, die interessant waren.
mit der Schuhgröße 45 bzw. 11 nach amerikanischer Maßeinheit. Und was haben wir hier noch? Können wir in den Schrank schauen? Können wir hier in diesen Wandschrank gucken? Wir sollten ja keine Hinweise außer Acht lassen. Hier können wir auch nicht reingehen in diese Türen. Aber wir haben hier noch nicht alles gefunden, glaube ich. Hier vielleicht irgendwas. Negativ. In der Küche. In der Küche ist doch immer das Schlimmste am Rumliegen. Was ist denn das da? Da muss ich mal gerade drehen. Ah, das war ein Telefon. Okay. Hier gibt es übrigens Brot. Willst du, wenn ich wieder eine Stulle haben von euch? Hier mit Nutella. Ich weiß nicht, ob er so viel im Haus hat. Sieht ja noch ziemlich im Umzug aus alles. Da bestellt man dann ja öfter Pizza. I don't think so. Scheint über ein Buch über Alkoholkrankheiten zu sein. The Alcoholism Illness. Living Room, das kam in Living Room. Hier ein Baseball. Football natürlich. Ein Baseball. Was haben wir denn hier? Aha. Ein Schraubenzieher. Give me anything to go on. Ja, ein Schraubenzieher ist natürlich äußerst verdächtig. Den hat man ja niemals im Haus, sowas. Das ist, ja, die übliche Mordwaffe in solchen Fällen. Hm, ich glaube, wir hätten jetzt alles gefunden. Ich höre auch keine Musik mehr. Reden wir mal mit dem guten Jacob Henry. Bewegungen des Opfers. So, who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Mal kurz in unser Notizbuch glotzen. Und jetzt mal hochgucken kurz. Der blinzelt ja ziemlich häufig. Ich glaube nicht, dass er ganz die Wahrheit sagt. Und der, er schüttelt auch so den Kopf. Ein Anzeichen für eine Lüge, liebe Detektive da draußen. Liebe Columbos. Liebe drei Fragezeichen. Aber was könnte man dem hier unter die Morddrohungsnotiz vielleicht? Unter die Nase reiben? Hm. Ich wüsste es gar nicht. Eheprobleme, wüsste ich jetzt nicht, ob das, nee, ich glaube, da wüsste ich gar nicht, was ich jetzt da dem sagen kann. Schrift auf Leiche, stumpfe Gewalteinwirkung, Nummernschild, Damenschuh, gewaltsames Eindringen. Nö, ich glaube dann, wenn ich jetzt keinen Beweis wirklich habe, gehe ich nochmal zurück und zweifle das an. Wir haben die Impression, dass Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Hm, die haben wir leider falsch beantwortet. Letzter Kontakt mit dem Opfer. Hm. Wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gesehen, Jacob Henry? When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Er hat den Raum verlassen. Und das soll glaubhaft sein. Nochmal kurz in unser Notizbuch schauen und dann nochmal nach oben. Sorry, wenn das so lange dauert. Ich weiß, aber das ist ein Detektivspiel. Er macht eigentlich dasselbe Gesicht wie eben. Hat er denn eben die Wahrheit gesagt, ist jetzt die Frage. Weil da habe ich sie angezweifelt und ich hatte auch keinen wirklichen Beweis für eine Lüge. Vielleicht sagt er diesmal auch die Wahrheit. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look,
sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Dann fragen wir ihn mal nach dem Mordmotiv. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Jetzt ist aber wieder mit dem Augen ganz schön in Rotation. Ich glaube, jetzt lügt der Bursche. Und wir... Ja, wir reiben ihn jetzt mal die Morddrohungsnotiz unter die Nase. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Big Mouth ist also Großmaul und hier die Morddrohungsnotiz. Et voilà. Abdruck einer Nachricht geschrieben von Jacob Henry bezüglich seiner Frau Celine. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Haben Sie denn ein Alibi? So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. Ich nehme jetzt mal Intuition. Jetzt guckt er ja schon wieder ganz anders. Also es wird doch merklich schwerer hier, das alles einschätzen zu können. Aha. Anzweifeln oder Lüge? Wir zweifeln es an. So you were here, tucked up in bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got. Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you, he called here last night, and I answered the phone. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Boah! Boah, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier kämpfen konnte. Moment mal. Aua! So, ein kleiner Bug, dass ich jetzt hier... Ey, ich kann irgendwie nicht fighten gerade. So. Scheiße, ich muss hier mal irgendwie raus. Ich krieg's irgendwie gerade nicht hin. Warum haut der nicht? Womit hau ich denn nochmal? Scheiße, ich weiß gerade nicht mehr, womit ich haue. Au! Ich krieg hier voll auf die Fresse. Geh mal, mach mal Platz hier, Rusty. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Boah, der ist gut im Boxen, der Junge, der Mechaniker hier. Pam! Jetzt reicht's mir! Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Das war ziemlich dumm, Jacob. Ziemlich dumm, sich hier mit uns anzulegen. Und ich musste erstmal gerade gucken, wie ich mich überhaupt nochmal prügeln kann, weil das ja schon ein bisschen anders abläuft, als wenn es hier um Schusswaffen geht. So, jetzt müssen wir hier mal anrufen, das Telefon benutzen. Guten Tag. Operator, Message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. Detective. I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle.
So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2BOY8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Ja, da kommt Jacob ins Kittchen. Und sie wurde offensichtlich vergewaltigt, so wie man das sieht. Oder irgendwie hat dir jemand was in den Hintern gesteckt, der Celine Henry? Waren Verletzungen im Analgewebe? Scheinbar auch ein Sexmotiv. So, jetzt können wir zum Zentralrevier oder zum Mendes Apartment. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir am besten hinflitzen zuerst. Vielleicht erstmal zum Zentralrevier, weil der Captain wollte ja, dass wir da sofort hinkommen, alle befragen. Dann fahren wir da erstmal hin. Zentralrevier des LAPD. Müssen wir drehen. Und jetzt schipper ich hier mal ein bisschen durch Los Angeles. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. So, und jetzt kutschieren wir ganz gemütlich durch Los Angeles, durch die Stadt der Träume. Und erstaunlicherweise wird uns aktuell mal kein Straßenverbrechen gemeldet. Auch ein cooler Pickup hier, oder? Ui, passen die doch auf! Haben sie mich etwa nicht gesehen? Ich bin Polizist, ich darf über Rot fahren. Wissen sie doch, bitteschön. So, hier. Weiter geht's. Ich guck mal gerade auf die Karte, weil irgendwie... Wo bin ich denn hier? Ah, da bin ich doch eigentlich ganz gut. Da fahre ich einfach weiter geradeaus. Und dann einfach rechts. Alles klar. Läuft doch. Scheint hier eine Schnellstraße zu sein. Ach, ich habe keine Lust, hier an den Ampeln zu warten manchmal. Es dauert dann alles so lange und die Sendezeit ist ja bekanntlich kostbar. Vielleicht können wir hier gleich links runter einfach. Können wir? Das war ein Polizeiwagen, der mir da entgegen geschossen kam. Aber das soll mal nichts machen. Die Freunde da draußen. So. Und hier sind wir jetzt richtig. Am Polizeirevier. Wieder ein schöner Move. Central Police Station. Unser Arbeitsplatz. Wenn wir nicht gerade unterwegs sind, ne? Hier wollen wir jetzt mal Jacob Henry nochmal befragen, denke ich mal. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a subsystem pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jake on the public whistle easy today. Run along now, Phelps. I've warmed him up nicely for you. I want to make comments. Ja, jetzt sollen wir Jacob Henry befragen. Den Mann des Mordopfers Celine Henry, der ja auch unter Mordverdacht steht, weil sein Alibi nicht wirklich wasserdicht war. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here.
You lie to me, and I can't help you out. Do you understand me? Yes. Zugang zur Mordwaffe. What do you do for work, Jacob? I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. Der sieht mir ein bisschen verprügelt aus, ob den der Captain so ein bisschen auseinandergenommen hat. Und der Typ lügt auf jeden Fall. Guck gerade wieder runter. Und ich guck aber mal, was wir da nehmen könnten zuerst, bevor ich den jetzt einfach... Der lügt doch hundertprozentig. Eheprobleme. Ich wüsste aber nicht, was ich jetzt hier... dann mache ich mal anzweifeln. You were at home in bed while your wife was putting out to some stranger? What kind of man are you, Jacob, that you allow that? You son of a bitch. You got no right talking about my wife like that. Lippenstiftbeschriftung. You did it. Everything points to you. What does Tex mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Ich glaube, das kam sehr reflexartig. Ich glaube, er ist wirklich nicht unser Mann. Er sagt die Wahrheit. I need a reason to believe you, Jacob. You want a confession? That's what you want? That's exactly what we want. Seems to me there are two types of marriages. First, where the couple love each other equally and everything's roses. And there's the other. Or one person loves the other more than life itself and always puts them first. Chumps like me. You love them no matter what, no matter how badly they behave. That's it. That's my confession. I love my wife. And I'll take any test you got to prove it. Niedergang der Ehe. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. Jetzt lügt er wieder. Und da können wir ihm natürlich vorlegen, die Eheprobleme, von denen wir wissen. You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. Eheprobleme. Aussage, dass Nachbarin nach Streit mit Ehemann ein blaues Auge hatte. Das war die Aussage der Nachbarin übrigens. Dass Celine ein blaues Auge hatte. Das muss man vielleicht erstmal kurz dazu erklären. Jenny Horgan says you blackened her eye. It's all right, Jacob. The DA will understand. In your shoes, I would have done exactly the same thing. I hit her. All right? I'm not proud of it, but she was coming at me with a frying pan. What would you do? I took it for years, but sometimes a man can only take so much. Aha. Und was ist mit dem fehlenden Schmuck? Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? Da sagt er auch die Wahrheit. Glaube ich, zumindest. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Über unser Notizbuch. Guckt recht starr, Augen recht ruhig. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Ich hoffe es. I'm not gonna crack. Ich werde nicht gestehen. You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years, and I never knew that. In that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. Just answer the questions. I'll see what I can do for you, Jacob. But I'm not promising. It still looks bad for you. Phelps, you failed me something. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps.
really hope so. I'm deeply disturbed by your style of police work. Was soll man denn machen, Captain? Wir können doch nicht einfach den Falschen einbuchten und da sind wir schon wieder einen Rang aufgestiegen, Rang 12 und die Belohnung ist ein weiterer Intuitionspunkt. So, und jetzt wollen wir mal bei dem Mendez vorbeischauen. Wo geht's denn hier raus? Da geht's zum Exit. Hier. Jo, zum Mendez wollen wir jetzt mal vorbeidüsen, lieber Rusty. Rusty übrigens unser neuer Partner, Rusty Galloway, ein echt harter Brocken, ein harter Kerl. So. Wo geht's denn jetzt hin? Zu Mendez, muss ich alles noch als Zielort festlegen. Mendez Apartment. South Fremont Street, Apartment 16. Eingetragene Adresse des Verdächtigen Alonso Mendez.